herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Ich habe mir dann tatsächlich doch offscreen mein Miraplas in den Griff gefragt. Also wir haben das zweite Demon-Lied zu. Ja, Level 12. Das habe ich so im Hohen Gras gefunden. Auch da, wo ich es vorher gesucht hatte. Jetzt ist es weiblich, weil das passt auf jeden Fall. Ja, wir wollen nämlich, wie gesagt, Rubella ins Team nehmen. Und ja. Das ist ausnahmsweise unser nächstes Teammitglied. Und da vorne steht die gute Sonja. Hey, hallo. Du hast es durch die Naturfälle geschafft. Was? Hm, nicht schlecht. Dein Team ist jetzt ziemlich sicher erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Und wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir auch der einfachste Sicherheitsfehler bestimmt interessiert. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform Rotom-Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Lass doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und wir haben noch eine Ligakarte von Lilien bekommen. Ligakarten der Pokémon-Liga. Du kannst das Design deiner Ligakarte mit Hilfe der Kartomaten, die du in den Pokémon-Centern von Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Ligakarte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Und jeder Trainer besitzt eine eigene Ligakarte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Knopf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Ligakarten ansehen, die du bereits erhalten hast. Ah, die ist bestimmt nicht gegangen, das Engine sieht ziemlich groß ist. Aber keine Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Und vergiss nicht, vorher ein Team heilen zu können. Oder? Die Öffnungszeremonie. Das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Staates betreten habe. Mann, war das ein cooles Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort dieses Kribbeln im Bauch. Ja. Das spüre ich bei dir auch. So, genau, wir heilen unser Team. So. Das Team ist geheilt und wir. Ach, machen wir die später. So. Ja, Beispiel, wie gesagt, hat man letzte Zeit die gleiche Chance, relativ selten das Pokémon anzutreffen. Ja, das ist das Flegmon, das brauchen wir aber, wie gesagt, nicht. So. Okay. Und da steht nochmal Sanja, die wollen uns auch nochmal was erzählen. Dass es sich nur durch die Naturzone geschafft hat, ist ein gutes Zeichen. Weißt du auch, was erzählt in der Intensität ist? Ja, die Arena finde ich klar. Ja, genau. Als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Sie findet morgen im Endstadion statt. Ja, da haben wir diesen Lift, müssen wir hoch. Also nutze einfach diesen Lift da am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Und ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Und vergiss dich nicht, im Stadion anzumelden, ne? Genau, das machen wir dann auf jeden Fall auch, aber ich gucke mich einfach hier noch ein bisschen um. Weil es gibt hier noch ein bisschen was zu sehen und zu bekommen. Oh, bist du mit deinem Pokédex beschäftigt, wa? Nein, ja, bitte dich. In der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichen Pokémon. Oh, sie ahnen Pokémon-Trainer. Ich hab ja was für dich. Wenn es doch mal nach alles in der Pokémon an. Ja, und ich hatte das schon mal angeschnitten, es gibt tatsächlich wieder diese Back to the Roots, also quasi die Chance waren ja früher einmal nur zu verwenden. Jetzt sind sie ja seit einer Generation, ich glaube, ich weiß die siebte gehen, sechste, siebte, unendlich oft verwendbar. Aber man hat wieder diesen Back to the Roots gemacht und hat jetzt so die TPs, die technischen Platten eingeführt. Die sind tatsächlich früher die Chance, nur einmal zu, einmal verwendbar. Und das ist die TP 13, die für Energiefokus. Technische Platten oder kurz TPs sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Dass sie noch einmal geworfen für die Mütter sind, stärkt jetzt aber sogar den Nostalgiefaktor. Genau, das was ich hier angesprochen habe, was ich mir gemeint habe. So, ich gucke mich gerade mal hier oben noch ein Item oder so. Das ist eine Frise, ja. Was haben wir hier bei dir?
Aber bei der Blumenzucht verwenden wir die an Pokémon-Attacke Wachstum. Der kommt ja beachtlich die Größe unserer Pflanzen. Ah, ich dachte mir, das wird irgendwie. So, da ist er noch ein Pokéball! Übung macht den Meister. Man muss immer wieder Pokébälle werfen, bis man seine Wurftechnik am Schlaf beherrscht. Und du? Herr Tillin wirft seine Pokébälle immer mit so viel Schwung, dass es dem Pokémon da ganz schwindig wird. Das ist das, was wir immer wieder. So, ich gucke mal kurz die andere Seite, falls wir noch irgendwas übersehen und übersehen haben. Haha, da ist er noch was. Da ist er noch was. Und zwar ein Nugget. Verkaufen, bringen wir, kriegen wir dafür 5000 rein. Wie sehen wir Tag ein Tag aus, diese gigantischen landbetriebenen Zahnräder? Ja, ist schon beeindruckend. Aber die müssen den Winter auch für die Bahn da oben drüber. Oh, Engine City ist große Klasse. Es ist so, dass der obere und untere Bereich natürlich eigentlich verbunden sind. Nein, und hier kommen wir also nicht weiter. Okay. Hier kommen die ausgetragene Schweifer. Guck mal, Pokémon sind dafür da noch irgendwas, was wir kriegen könnten. Wenn du ein Pokémon fangen willst, solltest du es zu erschwächen. Versuch doch mal seine KP zu verringern oder mit einer Attacke Schlaf zu versetzen. Ja, oder zu paralysieren. Das rote und rote Mina scheint die Kartenmatten zu lieben. Ich meine, Verkäufer darüber bieten ganz unterschiedliche Waren an. Aber sehen sie es so ähnlich? Scheint weniger so sein. Hey du, wenn du ein Skoppel dabei hast, würdest du gegen meinen Raffel tauschen? Nein. Erstens habe ich einen Raffel und zweitens brauche ich keinen Skoppel. So, okay. Dann haben wir das auch abgearbeitet. Und dann machen wir uns mal auf zur Eröffnungszeremonie. Halt, stopp, da ist noch irgendwas. Ein super Tag. Ich drücke nochmal, würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Also, das hat er schon erzählt, ja. So. Das kann ich direkt um meine Lieblingsarena so toll, dass der ultimative Kick. Ja. So, ich glaube gerade den Rose, die sehr viel an Galas Buller geben. Das garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Schwimmerkräften. Okay, hier noch irgendwas hinliegen, wenn ich das übersehen habe. Nee, ne? Okay, dann kommen wir hoch. Uber! Ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Meine Orientierung sind das echt zu wünschen übrig. Konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen. Oh, hallo, Kev. Wie sehe, das wird ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefällt. Das war also die richtige Entscheidung, die einen Empfehlungsbrief ausgeschickt hat. Ich hab da etwas, was du sicher noch gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Eine Fiole Powerwasser verschlägt Wasserattacken. Das Item, ist, was ihr hier bekommt, ist immer abhängig von seinem Starter, je nachdem, welchen ihr bekommt. Ey, weil ich nie genommen habe. Ich habe ja den Wasserstoff genommen. Du bist fast da. Wenn du es hier nimmst, kannst du das Engine City gar nicht schneller verfehlen. So, gut. Dann hoch damit. Und da steht ja schon eine gute Hab, aber ich bin da hier noch schon rum. Okay, das können wir gar nicht, weil hier irgendwie. Naja. Hey, da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Öffnungszeremonie abgehalten. Die Öffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich bin da schon vor total von Nervosität. Ah, was riecht da? Ich kenne Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. So. Okay. Was ich eigentlich noch machen wollte, ich gucke mich hier noch schnell um. Weil hier liegen noch Items, die ich mitnehmen möchte. Und zwar einmal Schutz. Hier gibt noch irgendwas. Ne. Aber auf der Seite liegt noch was. Hier vorne nicht, aber da hinten. So, nehmen wir das mal mit. Das sind drei Feuerheiler, die kann man immer mal gebrauchen. Hier ist es in der dritten Arena, sind sie vielleicht von Töten. Obwohl, wir haben Wasserstarter, sollte eigentlich die dritte Arena sein. Die Feuerarena, die sollte eigentlich kein Problem sein. So, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ja. Hier kommen wir nicht weiter.
So, und der hier ist eigentlich auch nicht ganz unwichtig. Tada! Du bist völlig zu schade, auch ein Pokéball mich anzusprechen. Dafür würde ich dir was Feines geben. Genau, er gibt euch immer, vor jedem Stadion steht einer. Und der gibt tatsächlich jedes Mal einen anderen Ball oder andere Bälle. Und der nennt sich übrigens Balduin. Passend. Cool. Ja, dann machen wir uns auf zur Öffnungszeremonie, wenn das funktionieren würde. Ja, geht. So. Ja, weiter geht's. Boah, schau dich doch mal nur mal um. Bei der Arena-Champion, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir es auch an. Bettes. Auf den werden wir auch das eine oder andere treffen. Ja, er ist. Ja. Auch wenn ich das erste Mal tatsächlich dachte, es wäre sie. Ah, was geht denn mit dem ab? Ihr seid die zwei, um euch anzumelden? Tatsächlich unter eure Empfehlungsprüfung. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Da weiß ich zum ersten Mal. Ey, mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Oh, wie bitte? Wir haben euch beide als Teilnehmer an der Arena-Challenge empfohlen. Da müsst ihr wohl wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hopp. Vorhin steht Dillings kleiner Bruder. Und ich werde der neue Champ. Was? Wo? Oh, wow. Einen Moment bitte. So. Kissen mitnehmen. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt bist du euch, nimm bitte nur noch eine Zukunft aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich nehme die 1. Haha. Einfach so, weil ich es kann. Ah, du hast dich also für die 1 entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Pack bitte dieses Challenge-Band, damit du alle wissen, dass du Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Cosplay-Innen übernachten. Das Hotel befindet sich übrigens ganz in der Nähe. Der Liga-Präsident hat sich nicht schimpfen lassen, oder? Los, komm, wir checken am besten gleich im Cosplay-Innen ein. Okay. Achso, ja gut, die Challenge ist ja morgen. Okay. Ah, Quatsch, die Öffnungszeremonie war nicht. Du bist der Arena-Challenger, wa? Hab ich recht? Zum Schluss bin ich, wenn du mir bitte folgen würdest. Ja, da waren wir ja mal kurz davor. Na gut. Das ist das Knospien. Für deinen ruhe ich gut aus, du wirst alle deine Kräfte brauchen. Gut, dann machen wir das doch. Oh, da ist schon ein bisschen was los. Ah, vor allem Sanier steht auch noch hier. Oh, hey Kids, wie es aussieht. Habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Hey Sanja, was machst du denn hier im Hotel? Da, ich teile Nachforschung über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwann mit irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Oh, diese Stadt hier? Wie soll das sein? Ja, das ist der Held, der Überlieferung zufolge erst die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Ja, aber bitte nur kurz vorm. Ja. Vor langer, langer Zeit erschien im Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Plötzlich tauchten im allgegenwärtigen Pokémon aus, die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen an die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jeden heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Boah, das klingt gut. Der klingt so, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie ein Bruder. Also, wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Ja, aber Sanja, die macht das schon irgendwie. Die rockt das Ding. Oh, danke. Ich geh da schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, wollt ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr die übernachten wollt?
An der Rezeption scheint gerade mal ein bisschen was los zu sein. Ah, stimmt, wir müssen ja noch reinschicken. Wenn es irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir sofort Bescheid. Jo. Gut. Machen wir das heute noch? Ja. Ole, ole, ole. Meine Kollegen von Team Yellow sind extra angereist, um unsere Lieblingsräder bei der Arena-Challenge anzufordern. Wenn du sobald in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon-Platt machen. Was? Mal sehen, wer hier wen Platt macht. Du legst es echt drauf an, was? Wie du willst? Ich hab dich gewarnt. Team Yellow, ich bin aus den echten Fans und echte Fans schrecken mal nicht zurück, um uns da jetzt Musik zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Ja, scheinbar ist das das böse Team. In der Galerion. Die kommen halt erst mal mit dem Zugang. Nämlich, ja. Ich sollte auch nicht mehr so entwickelt. Da wir momentan ohne Rage spielen, ist wahrscheinlich eben bevor ich nicht immer mal damit. Aber momentan kommen wir da gut durch. Und dieses Zigzags hat keine Chance. Und hat nur eins gehabt, okay. Hey Leute, das scheint eine Erregung. Zeig dir, was die Miel zusammelt. Wie klar kommt er? Da hat man schon mal die Gelegenheit, in der Hotel-Lobby zu kämpfen. Und der Hotelier oder Portier ist da natürlich immer beeindruckt. Und du kommst mit dem Klepti-Fuchs. Okay, das kennen wir ja auch. Und, jetzt dran. Und ich hau nochmal eine Aquavelle raus. Na gut, du kommst ja erst mit einer. Und du holst das Lied. Oh, der hat weiter verworfen, wenn das geht. So, noch eine Aqua Knarre drauf, wenn das geht. Nö, auch noch nicht. Ich kämpfe hier Fuß. Haut sich selbst aus dem Leben. So, Sandbag, Micro und Zigzag zu den Level abgereicht. 9, 11 und 7. Also da sind alles keine Teammitglieder, nur die ersten beiden oben, also Vermion jetzt und Jurabla sind die ersten Teammitglieder. Ha, ich fühle mich in den Nobelschub einfach nicht wohl, sonst hätte ich wohl nie verloren. Ey, was ist da für Lärm? Ich dachte, du willst noch einchecken. Und hast du gerade hier die ganze Zeit gekämpft? Ja, keine schlechte Idee. Pass auf, steck mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Ja, vielleicht ich doch deine Pokémon. Danke, hätte ich auch ohne geschafft vorher. Und vor euch steht der Arena-Challenger, der nächste Champ der Galerie. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Ah, wenn wir einmal fertig sind, jubeln wir. Ole! Und hier, wenn wir dann wachsen, wir noch. Oh ne. Seht es mir bitte nach, dass ich nicht immer einfach irgendwie zu sehen bin oder so. Na gut. Frisch um Hals. Was trinken. So, okay. Er hat immer noch sein Wolli und die zwei kommen mit dem gleichen Mann, den sie vorher hatten. Also, Captain Fuchs und. Aua, das ist. Und auch hier also, greift die Verwirrung durch die Aquarelle. So, dann wollte ich einfach nachher hinterher. Sei denn du ja, gut ist. Jawohl. Auch das zweite Klappe Fuchs besiegt sich selbst durch die Verwirrung. Und dann nochmal einen Abfahrtkanal hinterher. Und dann zieht das auch weg. Sehr gut. Oh, so eine Niederlage macht mich traurig. Wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dann wollte ich auch eigentlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Ja, ihr habt da ein bisschen Stress gemacht. Naja, wie dem auch sei. Jetzt habt ihr alle Grund zum Jubeln. Wir können nur leise wimmern. Hä? Hey, was ist denn hier los? Miss Mary. Hier, also. Ich verstehe, dass du mit den anderen Arena-Challenger auf Kiesfuß stehst. Aber ihr müsst wirklich so grob mit ihm umgehen.
Nimm das nicht mal auf, bitte, ich übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell. Also Yell heißt ja sowas wie anfeuern. Und feuer mich bei der Arena-Challenge an. Wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützer ein bisschen. Los, ab mit euch. Geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Ich glaube, wir behandeln die andere Arena-Challenge auf der Fassbariat. Tut mir echt leid, die euch Schwierigkeiten bereitet haben. Achso, du bist auch Arena-Challenger? Du hast schon einen Fanclub? Nein, da bin ich gerade neidisch. So, dann checken wir mal ein hier. Guten Abend und herzlich willkommen im Crosby Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, gut, Kev, richtig. Die Liga-Sprache ist ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch richtig für deine Hilfe bedanken. Bei einer so unangenehmen Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. So, Team ist geheilt. Am nächsten Morgen. Und Hopp ist schon wieder richtig früh wach. Der trainiert schon wieder fleißig. Guten Morgen. Ab heute wird es ehrlich ernst. Der Tag wird ein richtiges Kapitel in der Legende von heute. Ein richtiges Kapitel. Komm, machen wir ein Wettrennen zum Ende im Stadion. Ich muss so auch gewählt werden. Nur mit nur Wettrennen. Gut, mir wie es auch schon nach. Die Öffnungszeremonie beginnt bald. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja, ganz super. Gut, lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Und da wären wir auch schon. Das war wieder Stadion. Spaß bei der Öffnungszeremonie. So. So, kann man jetzt loslegen oder wie sieht das aus? Entschuldige, aber ich habe nur diejenigen Arena-Challenger zutritt, die sich in unserer Arena-Mission versuchen. Also, ich muss mich einfach melden oder was. Du bist Kev, richtig? Der Veranstaltung, die zur Arena-Challenge gehören, musst du den Uniform tragen. Und die Öffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Ich schlage jetzt vor, dass du dich hier umziehst. Oh. Naja. Oh, toll, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Und die Zug Nummer 1 Runde dafür gesammelt wird wirklich elegant an. Also gut, jetzt ist es soweit. Die Öffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt bald. Ja, da ich davon ausgehe, dass wir sowieso der neue Champ werden, sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Deswegen habe ich ja bewusst die 1 auch erstmal gewählt. Oh. Auf Schwert hatte ich, glaube ich, die 87. Und hier wollte ich ein bisschen was anderes machen. Meine Damen und Herren. Ich bin Rose, Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist meine Freude, das größte Spektakel der Galaregion zu öffnen. Die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich die 8 Arena-Leiter behaupten. Dann werden sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert darf am Champ Cup teilnehmen. Und somit hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Und jetzt bitte ich um einen toten Applaus für unsere Arena-Leiter. Ja, gegenüber Pokémon Schild ändert sich ja einiges. Ich habe 2 Arenen, die sich ändern. Also wir werden tatsächlich 2 neue Arenen kennenlernen. Und 2 sehen wir auch schon. Ne, 3. Also erst Jago, den kennen wir. Der Herr Pflanzen, Kate, was Arena-Leiterin. Kabu, für Feuer. Dann Syla vom Typ Kampf. Die ist neu. Als Neo quasi Geist. Propeller bleibt gleich für die Feen-Pokémon. Dann haben wir Mac für Gesteins-Pokémon. Das ist gerade die Winde genau ersetzt. Ich glaube, vom Typ Mel, also jetzt eher, glaube ich, vom Typ Eis. Ja,
Und einer der Arenaleiter fehlt heute leider. Aber das sind sie. Der ganze Sturz von Gala. Unser Arenaleiter. Also zwei Spiele, zwei neue, ja. Also Mac und Psyduck in die neue Stadt. Mio und Mel. Das ist der kleine Unterschied. Zwischen, ja, einer der Unterschiede zwischen Schwert und Schild. Deswegen dachte ich mir auch, spielst du mal beide, damit wir so alle kennenlernen. Denn ich durfte noch hier im Stadion. Aber da hat er sehr kurz angeschnitten. Jetzt hätte ich ein bisschen. Gerade für unseren Auftritt hätte ich ein bisschen größer angeschnitten. Naja, wie dem auch sei. Boah, ich weiß es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich sitze da noch immer vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Hey, da ihr Bein? Endlich ist es weit, was? Zieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Dort ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sind meine Augen da? Er hat sich einen eigenen Dynamax-Bänder. Dann habe ich bestimmt einen Wunsch heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde mir zu meiner überragenden Firma entwickelt. Das Gefühl dieses Jahr erwartet ein besonders spannender Arena-Challenge. Sehr schön. Die Arena-Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Und die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Ja, eine lange, lange Folge, die definitiv heute noch nicht ganz zu Ende ist, aber gleich. Liga-Präsident Wurst scheint ja wirklich beste Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Halt gut, ihr zwei. Zu ihr zwei. FPS vor kurzem begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist erstmal, dass ihr fleißige Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht auf eure eigenen Pokémon, sondern auf euch selbst. Lass es euch angehen. Die Arena, eine der Vergala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste Finder war das in Turfield. Da kommen wir über Route 3 hin. Ja, Arena Challenge. Bei der Arena Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Gala nacheinander aufzusuchen, die sich ihre jeweiligen Arena-Orten zu erkämpfen. Um einen Arena-Orten zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Ja, das kennt man ja aus den alten Generationen. Hier ist es ein bisschen, nur ein bisschen größer, ein bisschen mehr als Festival oder sowas. Naja, ich habe es ja gerade angeschnitten. Die Folge ist durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter über die Route 3. Und dann können wir uns tatsächlich irgendwann nach und nach den Arena-Orden erkennen bei der nächsten Pokémon. Aber da haben wir noch ein bisschen was zu tun vorher. Bis dann. Tschüss.